So, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Und wir gucken mal gerade. Dafür brauchst du jetzt nicht für die Ausrüstung, oder? So, also. Ein hochartiger Warte mal, was ist das für ein schartiger Schild? Nehmen wir mit. Haben wir noch nichts. Wir nehmen mal den Tuxotai-Bogen. Bei Serapis, ich traue meinen Augen kaum. Das sieht aus wie ein Magi-Abzeichen. Bitte verzeih mir. Für einen Moment dachte ich, du trägst das Zeichen der Magi, der alten Beschützer. Das tue ich. Und bin ich. Was quält dich, Nivette? Mein Herz ist gebrochen. Mein bester Freund und Ehemann Eriks wurde ermordet. Was ist passiert? Er war bekannt für seine Arbeit. Ein Soldat kam und befahl ihm, Kriegsstreitwagen für den Pharao zu bauen, und er nahm den Auftrag gerne an. Aber als der Soldat zurückkam, wollte er ihm nur die Hälfte des vereinbarten Preises zahlen. Eriks weigerte sich, da streckte der Soldat ihn nieder und nahm den Wagen. Wenn du wirklich ein Magi bist, verhilfst du mir zu meinem Recht? Finde den Soldaten und zerstöre den Streitwagen, damit er nicht das Andenken an meinen Mann beschmutzt. Okay. Das kann ich für dich tun. So, hier ist wieder irgendwas, so eine Notiz oder was? Ja, komm. Kann los mich da? Wie die jetzt. An wen auch immer. Okay. Oh Gott, Katzen, ganz viele Katzen. So, also, finde und zerstöre den Streitwagen. Warte mal. Du bist tot, oder? Warte mal. Was ist da unten? Vor allen Dingen schläft. Ja. Was? Du hättest nicht herkommen sollen. So, der King interessiert mich gerade. Keine Sorge, den will ich doch holen. Den hole ich auch noch. Vor allem, der schläft. Jetzt ja wirklich. So, töte den Hauptmann. Und noch einen Schatz, weiteren Schatz plündern. Da ist doch einer. Adelphos, Ärger hier! So, eigentlich den zweiten Schatz noch. Das interessiert sie. Ich denke nicht.
Gigantischer Vogel! Was bist du denn für ein... Was? Dich schlitze ich auf! So, den... Und stirb endlich! Du bist nur Level 13, hä? Jetzt will ich eine neue Waffe. Schlägt ihr mal ab? Ich frag mich, wie du gegrillter Adler schmeckt. Mit uns aufnehmen, wird sich noch umgucken. So. Was nicht? Hey, was? Beschütz den Nerv! Hey! Das hab ich noch nicht gesehen. Ich bring dich um! Gute Nacht, mein Freund. So, da stehen noch drei, ja? Na, keine Sorge, den Zeitfang habe ich schon gefunden, aber ich muss jetzt mal die Typen da töten. Das ist ein warmer Leiner. Wieso hat der Hauptmann den Wagner getötet? Seine Arbeit war meisterhaft. Scheiße. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Felix. Ja. Ich höre mich ja gerade jetzt gehe. Hey, was? Ach, da oben. Hey. Stirb, du Wurm. Nein, dem dreisten Bauern nicht nach. Nein, ich sag ja nur. Meinst du, seine Witwe führt das Geschäft weiter? Wieso? Willst du sie? Bist du auf kleine, ältere Weiber?
Klappe jetzt mal. So, das nehmen wir mal mit. Die zwei Hansels haben wir ja auch noch schnell geholt. Und der Rest interessiert mich gerade nicht. Schön. Ich glaube, ich fährt schön. Achso, ich soll die zerstören, ne? Vor die Frage, wie kann ich ihn irgendwie anzünden? Warte, kann ich hier nicht. Das Wasser, ne? Das könnte. Cool. Soll ich die versenken, einfach die Karre? Es ist getan. Ein Opfer zu Ehren des Wagners, der ermordet wurde. Ja, komm, Schwester fährt. Sprich mit Europa. Aber ich habe das Pferd, ich habe den Schrittwagen zerstört. So. Hopp. Ehrenvoller Majay, was hast du zu berichten? Ich habe den Wagen zerstört, den Eryx gebaut hat und der von dem Hauptmann Antilla gestohlen wurde. Die Ehre deines Mannes wurde bewahrt. Quest abgeschlossen. Und wir reichen nicht ganz Level 16. So. Ja, wie gesagt, solange wir müssen mit 20 oder müssen wir mit 22 haben, dann könnte ich sie theoretisch töten. Aber ich glaube, so vorher. Jetzt hier, ne? Jetzt der Außenseiter, ja, jetzt da hinten. Frage, kann ich da hin? Wir probieren mal was aus. Ich weiß nicht, ob ich den mit der Mattentat kriege. Wir sind 15, der ist 20, jetzt 5 Level drüber. Ich glaube aber nicht, dass ich den Mattentat kriege. Ich hüpfe hoch gerade. Ich fühle mich mal ein bisschen in Sicherheit. Der sollte ja hier in der Nähe sein, der Typ. Da wäre der. Angeblich arbeitet der. Naja, für, ich weiß nicht, den krieg glaube ich nicht per. Ich glaube nicht, dass ich den. Der muss ja da oben irgendwo sein. Relativ genial. Ich muss ja auf das Dach nur da drauf.
Der spoilt aber. Also ich habe das Gefühl, dass der immer wieder. Der haut einfach ab, oder was? Frage, wie viel Level drüber kriege ich dem per Attentat? Wahrscheinlich nur auseinandernehmen. Ja, natürlich. Ja, was? Welche Überraschung, dass er mich auseinandernimmt. Ich hab's zu übertrieben gesetzt. Er ist halt 5 Level drüber, ne? Das ist es halt einfach. Oder 4, 5. Schade. War mal eine Idee wert. Wie gesagt, ich muss die wahrscheinlich beide töten. Das ist hier diese Faust. Und wir sind der andere, da ist der, rein theoretisch. Der Außenseiter wäre da. Gut, trotzdem, machen wir einen kleinen Break. Und in der nächsten Episode machen wir wahrscheinlich den letzten Leibwächter. Bis dahin, tschüss.